So, wir sind live. Schau mal, na guck. Hallo, liebes Twitch. Gut, also dann ignorieren wir dieses Live-Sein einfach mal. Was und ich mach da jetzt mal noch meinen... Ja, ja, ich habe brutal viele Leute im Chat, kannst dir sicher sein. Da geht's ab wie Sau. Theoretisch könnten wir das auch noch mal kurz auf Instagram eventuell mal noch Bescheid sagen. Können wir schauen, ob wir auf die Schnelle so eine Story gepostet kriegen. Schick Mario per WhatsApp und Link. Ja. Story bitte, dann machst du bitte diese Starte bitte mit dem Text von der Phasmo. So, dann hauen wir das noch ein bisschen oben drüber, weiter. Na Moment, jetzt haben wir wieder das Problem, dass da wieder zwei, kann ich dieses zweite irgendwie löschen? Nö. Ich bin bestimmt im Stapler. Ja, Mann. Ja, voll geil, Mann. Den Trick kann ich für Randoms. Na! Oh. Wie Gott ist, wie wirft. Ah, okay. Okay. Ja. Ich die Gefähmühle am Start, damit. Die habe ich gemutet. Alter! Scheiß grüne Dose, ich probier jetzt mal deine. Da schon! Es liegt an der Dose. Bullshit. So, dann ist Instagram auch bespaßt. Dann schauen wir noch ganz kurz, ob das Facebook auch schön live ist, wie es sein soll. Nee, Facebook ist nicht. Facebook bin ich mit Klarnamen, deswegen. Da habe ich momentan erst noch nichts laufen. Gut, ja, Stream schaut auch nicht schlecht aus, das gefällt mir. Dann bin ich ready. Dann können wir loslegen. Ich habe nach wie vor keinerlei... Was macht ihr da? Was ist... Wieso? Ja, ich frage gar nicht erst. Das Doofe ist, ich habe mir die ganzen Steuerungseinstellungen neulich mal überarbeitet. So wie ich gedacht habe, dass es für mich einigermaßen bequem ist und ich weiß sie nicht mehr. Und das heißt, ich habe nicht mehr eine Ahnung, wie ich Sachen aufhebe. Also mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, mit E, schätze mal. Mit E nimmt man Sachen normal. Ja, ja, wenn man es nicht umgestellt hat, das sage ich ja. Ich habe alles umgeändert, so wie ich gedacht habe, wie es für mich angenehm ist. Klick mal durch und versuch die Dose aufzunehmen. Ach so, ja, das würde funktionieren. Nee, ja, das hat's falsch. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Schon. Okay, und das heißt, ich glaube, so ist weggeeten. Ja, genau, das haben wir. Aber wieso kann ich sie jetzt nicht mehr aufnehmen? Ah, mit Linksklick habe ich gemacht zum Aufnehmen. Ich verstehe. Boah, das irritiert mich mega, dass immer bei Leertaste Menü aufgeht. Muss ich wirklich sagen, wie es ist. So. Dann ist, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, rechte Maustaste war, glaube ich, die Aktion. Ich glaube, mittlere Mausrad habe ich, glaube ich, gemacht. Zum Durchwechseln, genau. Dann kann ich jetzt theoretisch die da noch nehmen. Ja, genau, so ist durchwechseln. Und ich glaube, dass auf Alter. F war dieses Use und was war sonst noch? Sonst gibt's eigentlich nicht mehr viel, gell? Ja, okay, passt. Ich hab's wieder. Okay. Ja. Ich muss meinen Job auswählen. Profi gleich, oder was? Ja, natürlich. Wirklich? Gibt's eigentlich neue Maps? Ich hab keine Ahnung, ich glaube ja. Gibt's neue Geister? Es gibt auf jeden Fall einen Haufen neue Geräte, die ich noch nie gesehen habe. Irgendwas, was auch so ein Lasergitter erzeugt, womit man die Umrisse von einem Geist sehen kann und so ein Zeug. Ehrlich, ich bin so planlos in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Fang mal, oder? Ja, klingt super. Ready? Ready.
Ja, bereit. Also muss ich da was klicken? Ja, ah, bereit. Eckben, rette ich. Ach, jetzt höre ich die Chaoten ja nicht mehr währenddessen, gell? So, wir sind da. Wer ist noch da? Ah, er mit... Der mit dem neuen Rechner ist schon da, so, alles klar. Ja, ja. Okay, du hast keinerlei... Du hast keinerlei, Objectives auf der Karte, kann das sein? Hast du was falsch gemacht? Nee. Bist du sicher, dass du nichts falsch gemacht hast? Ja. Hab ich was falsch gemacht? Nee. Wieso steht da nichts? Und wieso ist da auch das Regal leer? Ach so, weil der Uino nicht da ist. Ja, genau. Jetzt hat das verstanden, alles klar. Oh, Moldu. Hallo. Hallo. Jetzt da ist alles hier voll. Welche Art von Geist? Das ist ja klar. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Das ist ein Foto vom Geist. Was geht? Okay, also ich pack mir schon mal den Schlüssel, damit wir den nachher nicht vergessen. Steven okay. Anderson sagt euch ganz konkret. Also dann nehmen wir ein Taschenlämpchen mit, hätte ich gesagt. Dann... EMF-Reader. Räucherstäbchen können wir uns auch noch mitnehmen, das ist auch ein Teil vom... Das schaut um einiges schicker aus jetzt. Alter, ich habe ja gesagt, ich glaube, es gab. Das schaut schon aus wie so eine große Flasche Yakult, kennt man das? Ja, das ist, glaube ich, Salz, wenn ich. Ja, Salt. Das ist ein Literpack Yakult, Mann. Was das Witzige ist, das ist halt so dermaßen viel. Es reicht aber trotzdem für genau ein. Für genau drei Häufchen Salz, danach ist das Ding leer. Schlecht die Starke. Oh, ihr Klackerer. So, also ich würde nach wie vor mal wieder mich mit dem EMF-Reader auf den Weg machen. Und dann habe ich noch Platz für eins. Wir sollen ein Foto vom Geist machen. Macht das einer von euch? Hat da jemand Bock drauf? Das mache ich. Sonst könnte ich noch ein Temperaturmesser mitnehmen. Haben der gewusst, ja, wenn man mit wo sind Kerze, die Temperaturmesser? Da oben, glaube ich, oder? Sind das die da? Ja, das sind die blauen. Nehme ich auch an. Ja, wenn du einen dabei hast, brauche ich keinen. Dann... Jungs, Tipp, ja? wenn man wenig Sanity hat, wenn du mit einer Kerze, also nur mit einer Kerze einen angezündeten Ene gehst, dann verlierst du sehr, sehr wenig Sanity im Vergleich zu einer Taschenlampe. Aha, okay. Und wie zündet man die an? Mit einem Feuerzeug. Mit einem Feuerzeug. Ach, man muss beides quasi haben. Oh, wow, das ist ja clever. Aber du musst Feuerzeug nicht mitnehmen, wenn es einmal anzündet hast, dann brennt. Oder wenn es wegsteckst, zumindest war es. Aber war das mit der Kerze nicht so, dass. Dass die ausgeht, wenn ich mich schnell bewege? Kann ich mir jetzt. Ah, nö, passt. Ach nee, das war bei Visage, war das, glaube ich, wo die Kerze immer ausging. Stimmt. Okay, ja, passt. Ich kann es aber ausblasen, also. Der Lump. Aber ich kann ja beides haben, ich kann eine Taschenlampe quasi haben und... Aber dann habe ich keinen Slot mehr, gell, das ist auch Blödsinn. Da könnt ihr noch eine Kopfkamera an, für euch fällt noch an. Ah ja, stimmt, Kopfkamera gibt's ja auch noch. Die habe ich dann automatisch auf, gell. Also, Jungs, der Sicherungskasten ist rechts hinten im Haus. Ich gehe mit der Fuß, dass wir ein Farmhaus haben, nach der Umrisse. Moment, okay, wir das komische Buch. Wir starten von Süden aus, oder? Das Buch ist hier in der Mitte, oben. Yep. Nein, Mann, J ist Journal. Achso, ja, genau. Das haben sie auch überarbeitet, gell? Wow! Wenn du auf Beweise gehst, dann kannst du da direkt jetzt alles auf einer Seite ankreuzen und es wird auch automatisch ausgestrichen, wer es nicht sein kann. Oh, der Schatz schickt wieder Höschen, das ist ja cool. Hallo! What the fuck? Ich bin voll überfordert. Was ist der Unterschied zwischen einem Kreuz und durchgestrichen? Achso. Das ist ein Meile. Aktiviert und weg, okay, passt. Alter, das ist ein ganz anderes Game. Scheiß mich, hey, haben wir voll da voll dunkel. Ja, ich bin ja auch, ich hab gar nichts mehr auf dem Schirm von dem Spiel. Wie gesagt, es gibt alle möglichen neuen Geräte. Das ist das zum Beispiel hier unten, habe ich noch gar nicht begriffen, was das sein soll. Was da ausschaut wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Etikettendrucker. Weiß ich nicht, was das sein soll. Was ist das? Das weiße, ja. Sensor, Bewegungssensor. Das macht irgendein Signal, wenn ein Geist vorbeikommt. Ah, okay, also alles klar. Entweder Audiosensor oder Bewegungssensor, die zwei Kästchen da. Das weiße und das schwarze. Ah, wie ist das nochmal? Ah, genau. Man kann es in eine Taschenlampe
Auf T. Ja genau, und dann hast du auf T, kannst du dann anhaben. Jetzt hast du, wenn du gerade zuschaust, falls du gerade zuschaust und Ton an hast, könntest du sagen, ob der Ton einigermaßen passt, ob man jeden von uns hört, ob man irgendwas nicht hört. Das würde mich interessieren. So, dann gehen wir jetzt mal rein in das... Arschneblick, oder ist das nur bei mir so Arschneblick? Es ist Arschneblick. So. Ich gang mal Power, ich Alter. Und der JTMF-Reader ist hinter dir. Ich hab bisher noch nix. Temperatur ist eigentlich auch warm. So warm. Robin! Ha? Wo bist du? Ah ja, wir haben ja noch das hier mit. Oh lol, wie war das noch? Ich hab's auf Alt gelegt. Ich glaube ursprünglich ist glaube ich auf V und auf B, wenn ich mich nicht täusche. So Jungs, mehr Strom. Strom ist glaube ich nicht schlechter. Jetzt muss ja das Fuß erst aufheizen oder so, oder? Ja, genau. Hat jemand ein Fotoapparat dabei? Da ist so eine Puppe. Ich glaube, der Robin hat eins mit. Wir sind da im Schlafzimmer. Da, ja. Alter. Cool. Ah, ich habe bis jetzt noch gar keine Reaktion von irgendwas. Wie war das nochmal, wenn wir im Geistraum sind, sind wir unter 10 Grad oder unter 0 Grad? Ich glaube, sobald unter 0 bist, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, sobald es Gefriertemperaturen waren. Dass sie halt. Dass sie halt auch noch so gar keine Zeichen haben. Würde ich sagen, schau mal hoch, oder? Jo. Unten war jetzt nicht viel los. Gib uns ein Zeichen. Ah ja, das solltet ihr nachher vielleicht auch mal ganz kurz gucken, ob wir... Bitte? Der Robin hat geschrien. Oh oh. Telefon schellt. Ist es unten oder oben? What the fuck, wo ist er denn? Alter! Ah, ich hab EMF2. Ich hab EMF2. Alter, der hat einen Hammer vor meinen Augen bewegt, der Motherfucker. Der Lump. Okay, der ist da in der Küche wahrscheinlich da irgendwo, ha? Ja, da hinten. Was haben wir für EMF? 2. Können wir das Licht anmachen? Da hinten war es. Da hinten? Da habe ich EMF, aber gar nichts. Und ja, der Hammer hat sich bewegt. Ich habe sie geschaut. Und ist das Licht da außen? Das war nicht. Dann war das der Geist. Der Hammer hat sich bewegt. Das ist ja brav, wenn das Licht für uns anmacht. Oder ist es einfach dasselbe Licht? Ja, das ist, glaube ich, dasselbe Licht. Ah, ne, nicht einmal. Was? Na? Ja, dann. Aber netter Geist. Hat er ausgemacht. Also, ich habe dahinter 4 Grad. Ich habe da 8 Grad dahinter. Wollt ihr vielleicht mal eure Gerätschaften eichen, vielleicht? 3 Grad, 6 Grad. Die werden vor jeder Schicht geeicht, so wie es gehört. Ja. So wie man das gelernt hat. Also ich glaube, dass ich den EMF-Reader, können wir glaube ich stecken. Also vorher, als aktiv war, hatten wir einen Ausschlag von 2. Ja, ich dann mal da am Boden einfach. Hier so? Oder sollen wir zuerst nochmal oben schauen? Einfach so Mitte, von der Mitte. Oder sollen wir zuerst nochmal hoch alles abschauen und dann hier reinlegen, falls oben nichts ist? Ich hab grad was gehört. Zum Knacken hatte ich vorher auch. Na, das ist so... Ich hab einen Ausschlag auf dem Parabolmikro. Sprich mit mir, Geist. Das war schon die Richtung, da war dann der Küchentisch. Er hat es mir vorher gesagt, als ich seinen Namen gesehen habe. Wie heißt er nochmal? Steven. Er will's immer wissen. Ja, hol mal Ausrüstung. Ja. Ja, aber ich hielt den hier mal den MF-Reader her, dann hole ich mir im Zweifelsfall nochmal einen neuen, aber.
Der bleibt auch an. Das war das Telefon, was da klingelt hat. Ja, ich glaube, es war ziemlich im Innern, ne? Ja, ich glaube, das ist schon dahin, ne? Ob ihr Parabolausschlag? Doch nicht. So, ja, dann schauen wir mal. Den EMF haben wir jetzt eh im Haus. Oh, hatten wir. Gab's schon immer ein Ausdauersystem? Oh, shit. Na, das Ausdauersystem ist neu. Weil ich bin vorher jetzt gerade ein bisschen gespurt und auf einmal hat er geschnauft und ist stehen geblieben. Also ich nehme noch keine mit 63, aber nehmt ihr mal beide bitte eine Pille. Ich glaube, bei euch rentiert sich's. Let's go, Pille. Ja, der gibt. Da gibt 40 Sanity dazu. Jo. Ich nehme mal so eine Geisterbox mit. Hat niemand von euch ein Thermometer dabei? Thermometer habe ich jetzt keins, ne? Okay, dann ich dreh's mal weg. Ich nehme ein Kreuz mit. Ich nehm ein Tagebuch mit oder halt ein wie heißt das? Ghostbook oder so? Geisterbuch. Und wir könnten auch noch Räucherstäbchen mitnehmen, wenn einer von euch noch einen Platz frei hat, weil das ist eine Aufgabe. Wir gehen schon mal hin, versuch mal mit dem anderen Räder. Magst nicht noch warten? Oh, warte mal, machen sie ein Foto vom Geist, haben wir schon erledigt. What the fuck? Ja, der Robin hat ein Foto gemacht, nicht? Vom Geist? Sabalot. Oh, oh, ist das aus Gieb und sein Zeichen ist nur noch ein Gieb geworden. Ich weiß nicht, ob der da drin gerade abgeht. Ja, wobei Geistaktivität 1, ne? Ich stell mal eine Kamera. Achso, die muss ja auch erst anzünden, gell? Ach, da muss ich beides mitnehmen, das ist ja lästig. Also man kann halt echt nur ganz kurz schnell laufen und danach ist man sofort außer Booste. Bist du jetzt durch das Salz gelaufen? Oder ist es der Geist? Ich bin gerade durch den Haufen hier gelaufen. Ja, ich bin durch den Haufen gerade gelaufen und da passiert nichts, also muss es der Geist gewesen sein. Mach mal ein Foto von dem Fußabdruck. Ist der Geist da. Aha. Schaut doch cool aus. Okay, echt mal da irgendwo. Ich hab da Kamera aufgestellt. Wir könnten mal die ganze Lichter ausschalten. Gib mir ein Zeichen. Schau mal den Bus auf Kamera. Ich komm gerade mitten aus, weil dann hole ich draußen jetzt gerade noch die Räucherstäbchen. Weil das wäre auch noch eine Aufgabe. Ah ja. Also ja, Geisterbox, Fehlanzeige. Ich leg schnell das Tagebuch rein und vielleicht reagiert er darauf, wenn ich allein drin bin. EMF-Kollegen. Wir müssen es mal ausprobieren, man kann echt nicht lange rennen. Man kann echt nur, glaube ich, so 5 Schritte oder so kann man schnell rennen. Ich habe jetzt gerade die Räucherstäbchen reingelegt und das Tagebuch. Ich nehme jetzt ein Feuerzeug mit rein und dann können wir theoretisch noch so einen Bewegungsmelder mitnehmen. Oder habt... Ihr habt schon einen, glaube ich, gell? Dann nehme ich so einen... Bewegungsmelder, nicht nur Kamera. Ja, das war ich hier unten. Ah, nein, da hinten liegt es, okay. Ja, dann schauen wir mal. Thank you.
Hast du das Licht ausgeschaltet? Na, es ist überall los. Zerungsstoß, ganz bedingt. Da hinten hat es 8 Grad und im Gerät ist schon 4 Grad. Und da außen hat es 3 Grad. Hä? Ich glaube, dass der hier in dem Raum ist, wenn du mich fragst, aber ich weiß es nicht. Oder er ist über uns, das kann ja auch noch sein, dass wir hier voll auf dem Holzweg sind. Aber er hat halt hier jetzt auch gerade die Kerze ausgemacht. Okay. Hier die ganzen Dosen da umgeworfen oder war das vorher schon? Ich habe nichts umgeworfen. Aber er hat auch nichts ins Buch geschrieben. Was ist los? Der war da in dem Raum da drinnen. Ich habe jetzt mal die Räucherstäbchen angezündet. Da ist mir auch ein Jägerkör. Da links weg, da war er. Give me a sign. Mag mal jemand andere die Geisterbox probieren? Hä, wo ist jetzt bitte das Tagebuch hin verschwunden? Na super. Hat jetzt jemand von euch auch gesehen? Na, ich hab's aber auch schon gehört, zweimal schon. Wird irgendwer jetzt auch aufgesehen? Da war der gerade. What the fuck, Alter? Er ist definitiv in dieser Rumpelkammer da. Na, da ist er irgendwo, da ist er. Zwei. Aber der Tür da, ne? Zwei. Hier, die Kerze brennt mal noch. Egal, jetzt mal in der Oberstock. Ich habe keine Ahnung, wo das Tagebuch hin verschwunden ist, aber. Er hat eben bis jetzt noch nichts reingeschrieben, also ich glaube, das Buch können wir abhaken. So, was haben wir noch nicht gehabt? Wir haben das Salz dabei gehabt, wir hatten das Tagebuch dabei. Hier liegt schon drin. Hat von euch schon jemand nach Handabdrücken gesucht? Oh. Da drin geht gerade der Fetz ab, ha? Huh? Oh shit. I hope you don't die. Was hat man doch, wenn man so lange sucht, ha? Huh? Ich höre ums Verrecken nicht da rein. Das beruhigt sich halt auch gar nicht mehr, ha? Lebt ihr noch? Hallo? Hallo, hallo, wir hatten Geisteraktivität 10. Ihr hattet wohl ziemlich die Arschkarte, ha? Moll hat's Vollgas. Ja, ich glaube, der Robin ist furt, ha? Na, der Robin lebt noch. Er redet noch nicht über Funk. Alles klar. Ja, ich war draußen, ich hab's von draußen jetzt mitgekriegt. Hat von euch schon jemand die Kameras an... Ui, geht schon wieder ab. Oh, Leute. Ich glaube, das könnte eine Geisterorb sein, oder ist das der Geist selber? So, ist bei euch alles wieder frisch? Oh, Geisterorb, nice. Da war sie gerade. Geisterorb und Geisterbuch können wir, glaube ich, abhaken.
Jo, seid ihr wieder da? Ich habe gerade Geister-Ops gesehen. Ich bin im Van und ich habe Geister-Ops gesehen. Wir versuchen mal zum Musiker. Jo, kommt mal raus. Ich glaube, wir können EMF Ebene 5 können wir, glaube ich, ausschließen. Und ich glaube, wir können auch Gefriertemperaturen ausschließen. Und ins Geisterbuch hat er auch nicht geschrieben. Das heißt, ich glaube, dass es jetzt nur noch ein Yokai oder eine Banshee sein kann. Und jetzt müssten wir nur noch... Hallo. Servus, hört ihr mich überhaupt? Wir haben Geisterorbs, ja. Oder wir? Wir hören ja. Ja, passt. Also Geisterorbs habe ich gesehen. Habe ich auf jeden Fall eine gesehen, ja. Muss nicht funken. Achso, jetzt ist er schon wieder da. Okay, ja, ich habe das Journal offen, deswegen sehe ich es nicht. Und wir hatten auf jeden Fall... Nee, ich habe Journal von... Ja, auf dem Bild habe ich von links eine Geisterorb reinfliegen sehen. Kurz nachdem ihr verfolgt wurde drin. Hat das Bild geflackert. Also der Geist ist da auch vorbeigelaufen. Und dann habe ich eine Orb gesehen. Und genau dort ist schon wieder klar. Ja, Alter. Ich wollte dir gerade aufdrehen. Ich habe das ja schon nicht gecheckt. Was ich mir denkt, oh mein Gott, hat der jetzt die Tür abgeschlossen, wie kann man raus? Also ich hatte vorher das Geisterbuch eine Weile liegen und er hat nicht reingeschrieben. Wir hatten das Thermometer eine Weile an und er hatte nie weniger als 3 Grad. Wir hatten EMF die ganze Zeit liegen und er war nie über 3. Also würde ich die 3 Sachen würde ich streichen und Geisterorb würde ich ankreuzen. Und dann bleibt bei mir erstmal nur noch Yokai und Banshee übrig. Was hast du denn noch außer Geisterorb? Ich habe 3 ausgeschlossen für mich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wer hat einer von euch schon nach Fingerabdrücken gesucht? Fingerabdrücke nee, checkt. Ich noch nicht. Na, Fingerabdrücke und diesen neuen Projektor brauchen wir, glaube ich, beides. Ja, aber ja. Was ist das für ein Projektor? Der macht, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was ich vorher gesagt habe, was anscheinend sichtbar macht. Ich habe das Weiße habe ich im Inventar. Ist das Runde da? Welches Runde? Runde. Ah, jetzt sind ja Geisterorb gesehen, ja. Jo, passt. Also ich habe das Weiße habe ich im Inventar okay, und dieses komische Schwarz-Silberne habe ich reingelegt. Das ist beides schon da. Das ist ein Bewegungssensor und das andere ist ein Radiosensor. Das da meinst du? Das ja. Das ist zwischen Buch und Kamera. Was ist ja. Das? Weiß ich nicht. Also habe ich auch schon mal versucht mitzunehmen, aber keine Ahnung. Also nehmt das mal mit, dann haben wir alles dabei. Ich habe Schwarzlicht dabei und ich habe dieses weiße Ding dabei. Halt. Der Domi und ich sind jetzt auf 0% safe. Oh, ja. Oh, shit. Ja, dann bleibt einer von euch hier, guckt auf der Kamera, hätte ich gesagt. Und der andere nimmt die Pille, oder? Ich hab schon die Pille, ne? Also der mitgeht, muss auf jeden Fall das Gerät dabei haben. Ja, ich hab das komische Gerät da dabei, das... Okay, das und... Da. Und eine Taschenlampe für Fingerabdrücke. Ja, die habe ich dabei. Die habe ich dabei. Die hat der Stefan. Robin, was hast du im Inventar? Brauchen wir davon irgendwas? Ich habe nur eine Kamera, sonst nur eine Taschenlampe. Taschenlampe kannst du aus dem Inventar hauen, du hast eine auf der Schulter. Ja, na, wie gesagt, das ist ja dir. Ne, du hast eine auf der Schulter und du hast eine zweite in der Hand. Schmeiß die mal weg. Na, das ist doch dir. Jetzt hast du immer noch eine auf der Schulter. Das ist doch dir. Bei mir hast du eine auf der Schulter. Drück mal T. Drück mal T, hast du dann Licht? Ah, okay, entschuldige, dann ist ein Anzeigefehler bei mir. Das wollte ich nicht. Okay, passt. Hier drinnen liegt noch ein Feuerzeug und eine Kerze. Und wir haben das mit den Räucherstäbchen eh abgeschlossen. Oh, warte mal kurz. Räucherstäbchen, wir können mal kurz gucken bei der Banshee. Jäger für alles. Wird alles attackieren. Sie ist bekannt dafür, ihre Opfer zu stalken, bis sie jemanden tötet. Das würde passen. Wird jeweils nur eine Person jagen. Das stimmt schon mal nicht, weil die ist bei euch beiden erschienen. Und Banshees fürchten das Kruzifix. Das würde nicht auf die Räucherstäbchen passen. Und was ist beim Yonkai? Beim Yokai steht, das Sprechen in der Nähe eines Yokai verärgert ihn und erhöht die Wahrscheinlichkeit, das würde passen. Und bei der Jagd von Yokai, bei der Jagd kann ein Yokai nur Stimmen in seiner Nähe hören. Ja, das weiß ich nicht. Ich hab immer die Schnauze gehabt, also das liegt, ist wichtig, wenn vor der Tür gestanden. Liegt eine Geisterbox. Genau, immer die Schnauze hebe. Liegt eine Geisterbox drinnen, habt ihr eine mit eingenommen? Ja, da steht er noch nicht. Er hat aber nicht mit mir geredet, weder gar nicht. Wo wir gesellig waren.
Ja, theoretisch müssen wir. Aber normalerweise hat es auf der Geisterbox immer auch gesagt, keine Antwort. Das sind jetzt diesmal Netflix. Aber. Deswegen lassen euch mal der Mühling vor. Der Mühlings. Keine Ahnung, wie spricht man das auf? Mühlings. Ah ja. Geben häufiger paranormale Geräusche von sich, oder? Wir haben ja dauernd irgendwelche Scheiße, die er gehört. Da müssten wir aber jetzt Buch und EMF5 haben und da haben wir halt beides nicht. Ich hab EMF immer bloß 3 gekriegt, aber ich hab nie geschaut, wenn wir wirklich aktiv in Hand war. Wir haben Geister-Orbs gehabt, er kann's gar nicht sehen. Ja stimmt, ja, wir hatten Orbs. Ja. Ja passt, dann das heißt entweder raten wir jetzt auf Yokai, weil ich glaube eine Banshee kann's nicht sein. Weil Kruzifix. Nein, ganz nach innen wächst der Fingerabdruck und so, das geht schnell. Das Problem ist, der ist gerade mega aggressiv. Wenn wir jetzt reingehen, dann erwischt es einen von uns. Wenn wir jetzt raten, dann haben wir halt 3 Punkte schon. Stefan, also dann rein. Ja, dann drauf geschissen, dann rein. Mir egal. Ja, okay, jetzt hat er. Ja, wundert mich nicht. Also es wird einer von uns jetzt sterben, hundertprozentig. Das ist eigentlich Blödsinn jetzt. Geil. Wie schaltet ihr das Ding da hin? Primärtaste halt. Ich kann das an Rand hängen oder was? What the fuck? Schau mal. Was? Ah ja, das ist dieses, macht den Umriss sichtbar. Ja. Okay. Ich zünde uns die Kerze kurz an für Sanity. Können wir jetzt höchstens noch nach Fingerabdrücken suchen. Komm mal mit zu dem Lichtschalter da. Der hatte mal am Anfang ausgemacht, der Hörner. Ja. Muss ich da das Licht aushaben dafür? Oh, ja, da ist er. Er kommt. Haben wir es geschafft? Hallo? Ja, ich lach noch. Dann würde ich sagen, raus hier, oder? Komm mal schnell raus. Links. Meine Güte. Wir haben gar nichts erfahren jetzt, gell? Robin, hast du was gesehen auf der Kamera? Der Geist ist aus der Kammer rausgelaufen. Also er ist rausgelaufen, das ist euch nach. Du wirst ihn zufälligerweise nicht in diesem Bots-Projektor gesehen haben, oder? Ihr habt ihn so aufgestellt, dass man es sieht. Das weiß ich nicht. Die Kamera rauscht die ganze Zeit, wenn er jagt. Das ist es nicht sonderlich gut. Ah, shit. Also Fingerabdrücke haben wir halt jetzt gar keine gefunden. Und bei der Banshee wäre jetzt nur dieser Dots-Projektor noch. Ah ne, der ist auch Fingerabdrücke. Beim Yokai. Wie funktioniert denn das? Yokai wäre Geisterbox. Ja, ich glaube, man sieht ihn dann. Ich glaube, diese Umrisse, die machen, glaube ich, dann. Also diese Laser machen, glaube ich, einen Umriss vom Geist, wenn er durchläuft. Steht zumindest in der Beschreibung von dem Gerät. Aber ich habe es selber noch nie gesehen. Ich habe den Geist gesehen, das kann ich euch sagen. Ich glaube, ich würde wirklich jetzt einfach, selbst wenn es dann falsch ist, würde ich es raten. Jetzt, wir haben Geisterbox, würde ich als fraglich noch hinstellen, weil vermutlich habt ihr das Spiel noch auf Englisch gestellt und wenn ihr Deutsch redet, kapiert das Spiel das nicht. Das war bei mir am Anfang der Fehler. Nein, ich habe auf Deutsch gestellt. Bist du sicher? Fix auf jeden Fall. Ich habe auf Deutsch gestellt. Okay.
Okay, dann weiß ich nicht, warum die Geisterbox nicht reagiert hat. In dem Fall können wir aber die Geisterbox auch ausschließen. Dann muss das eigentlich... Ja, mit den Ausschließen ist halt schwierig, gell? Er kann ja schüchtern sehen, oder? Geisterbox ist immer schwierig. Wo soll man nochmal das Buch hinlegen? Ja, das Buch, weiß ich nicht warum, das ist bei mir auf einmal verschwunden. Ich glaube, das ist in den Tisch reingeglitscht. Ich habe es eigentlich reingelegt gehabt. Ja, eins haben wir noch. Eins ja. Er ist ziemlich aktiv momentan. Ja, wenn es ein Buch noch wäre, dann könnte es eine Mare noch sein. Da wären die Beweise, wären Geisterbox, Orb und Buch. Aber eine Mare hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn wir im Dunkeln sind. Und wenn man die Lichter anschaltet... In dem Raum dahinter, den noch. Ja, wir können schon noch mal eine mitnehmen. Ich glaube, wir raten jetzt, weil ich hab noch 13 Sanity. Und ich will eigentlich zu dem Geist... Wenn ich jetzt alleine reingehe, dann bin ich halt fix tot, weil der bringt mich halt hundertprozentig um. Wenn ich jetzt alleine reingehe, dann jagt er nur mich. Ich kann's schon machen, aber dann kriege ich halt 0 Punkte und meine ganze Ausrüstung ist weg. Ist halt die Frage. Ja, ich hab noch genug Geld, also... Ja, sonst geh ich noch mal rein, dann nehme ich's Buch mit. Lass aber den Fingerabdrucksensor lasse ich jetzt da, also dieses Schwarzlicht lasse ich da. Ich nehme das Buch mit und ein Feuerzeug für ein bisschen Sanity. Und Geisterbox müsste ja drin liegen, oder? Ja, die liegt ganz hinten in dem Raum, den noch. Ja, super. Vier Temperaturen haben wir auch nicht mitgekriegt, oder? Na, 3 Grad eigentlich immer nur. Also wir könnten es raten und einfach gehen und eine neue Mission machen. Also, ich sag, mir ist egal. Wenn einer reingeht, dann ich, aber... Wenn er ins Geisterbuch geschrieben hätte, dann könnte es ein Mare sein, ja. Und wenn wir Gefriertemperaturen gehabt hätten, könnte es auch ein Jurai oder ein Hantu sein. Und mit EMF... ändert sich gar nichts. Okay, wäre unmöglich. Ich würde, glaube ich, auf Yokai tippen, weil mit dem, was wir bisher wissen, das ist das Einzige, wo wir nicht aus... Also, wo, wenn wir jetzt sagen, wir hätten jetzt einen Dots-Projektor gehabt, dann kann es nichts mehr sein. Ich weiß aber auch nicht. Ich glaube, ihr würdet auf Yokai tippen und würde die Geisterbox als schüchternes Ding mit reinnehmen. Ja, oder die Fingerabdrücke. Aber Fingerabdrücke haben wir halt gar keine gefunden. Es könnte auch nein, so keine Gefriertemperatur geben. Es ist kein Jurai. Ich nehme jetzt die. Sag mal Yokai. Soll man raten? Oder soll ich nochmal reingehen? Ich belasse es dir. Also wenn du kommt drauf geschissen. Du musst nochmal reingehen, du musst... Ja, komm, ich nehme Schwarzlicht mit und eine Geisterbox und sonst nichts. Weil die beiden würden jetzt ausschließen, was es sein könnte. Nimm's Buch noch mit. Ja, aber dann kann ich halt... Liegt drin, die musst du nicht mit, ja. Also EWF. Ja, okay, dann nehme ich Buch und Schwarzlicht halt mit, okay. Und das Feuerzeug lasse ich da. Also... Das Geisterorb ist schon mal im Raum dahinter. Also. Falls es mich jetzt umhaut und ich nicht mehr mit euch reden kann, dann wartet bitte beim Missionsabschluss nochmal ganz kurz, damit ich auch noch im Journal anklicken kann. Vielleicht kriege ich dann zumindest ein paar Punkte. Ja, fix. Gib uns ein Zeichen. Rede mit mir, gib mir ein Zeichen.
Jo, noch lebe ich. Er hat einmal null auf irgendwas reagiert, also bei der Spiritbox war ich jetzt halt zu spät dran. Da stand aber auch nichts, als ich mit ihm geredet habe. Und ins Buch seht ihr den Tisch. Hast du überhaupt mit ihm geredet jetzt? Ja, wie gesagt, ich glaube, ich war zu spät dran, weil da hat er mich schon verfolgt. Ich habe die Spiritbox geholt, in dem Moment, wo ich sie aufgehoben habe. Hast du irgendwas gesehen, bevor er die angegriffen hat? Na, ich habe die Spiritbox genommen, dann hat er mich angegriffen. Ich wollte die Spiritbox holen. Na, das Buch liegt auf dem Tisch. Das weiß ich auf dem Tisch. Aber man sieht es von hier aus jetzt halt nicht. Das ist halt scheiße. Aber also, ich bin nochmal dran vorbeigelaufen und er hat nicht reingeschrieben. Mare würde bedeuten. Mare. Würde halt Buch bedeuten, gell? Und Box. Ist halt beides nicht vorgekommen. Wenn du. Ja, aber was braucht ein Jocke? Ja, es hat auch beides nicht vorgekommen, ich weiß es nicht. Lass uns alle Mari nehmen und dann. Notfalls kriegen wir halt keine Punkte, dann kriegen wir halt nur die Punkte für die Zusätze, oder? Ja, eh. Gut, zeigen wir Mari. Mari. Jo, hab ich. Let's go! Let's go! Ja, tschüss, krass, erster Geist. Oh, nice, hey. Weine Mare, saugut. Hey. Hey. Ja, prima. Oh, es gibt eine Statistik mittlerweile. 45. Ja, ja, Angeber mag niemand. Es gibt jetzt eine Statistik, wie lange man im Licht war. Wie lange im Geisterraum warst. Also es war wirklich der kleine Raum auf jeden Fall. Ja, 2 Minuten im Geisterraum, das war fix der kleine Raum hinten, ja. Ja, nice. Machen wir eine Runde, oder? Ja, auf jeden Fall.